Hallo und willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So. Kreaturen stehen hier immer noch rum und fressen, was dumm genug ist, ihnen in die Quere zu kommen. Wir arbeiten noch ein bisschen. Okay, dann war das nächste, was wir unbedingt haben wollten, Dosen. Ach, da ist es, okay. Bei den furchtbaren Wetterverhältnissen ist das Vieh ja nicht zu sehen. Ah, da ist es. Also ich finde das Lasergewehr klasse. Und es macht in so einem Szenario ja durchaus Sinn, dass es Laserwaffen gibt. Das macht zum Beispiel auch Sinn. Laser verursachen Verbrennungen. Auch wenn es schwere Verbrennungen sind, die auch zum Durchschuss führen können, aber... Nichtsdestotrotz. Es sind Verbrennungen. Wir hatten Synthmeat erforscht. Wo haben wir Platz dafür? Und da er sich nicht beschwert, vermute ich einfach mal... Ach, der ist schon bei 12, okay. Ihr hackt euch lustig weiter durch den Berg durch. So, inzwischen drei Hosen und ein T-Shirt. Solange es nur ein durchdrehendes Wildschwein ist. Mit sowas kommen wir klar. Tja, wir könnten langsam mal in Richtung Vergrößerung planen. Apropos, wenn ihr hier unten mit fertig seid, ne, dann hätte ich da... Okay. Ah, okay, hier ist das Stromkabel. Dann werden wir uns nämlich hier reinarbeiten. Aber natürlich möchte ich dann auch diesen Ausgang hier sichern, weil es könnten ja Insekten auftauchen und momentan bin ich noch nicht so sicher, dass wir das locker flockig überstehen könnten. Ich würde es auf jeden Fall nicht riskieren wollen. Weil wir haben da ja schon andere Erfahrungen gemacht.
So, nächste Frage. Wohin mit dem Bauteiletisch? Der ist ja schon eine Nummer größer. Hier ein bisschen reingehen noch. Und hier ist im Endeffekt noch nicht mehr viel zu tun. Also... möchte ich eigentlich erstmal zumindest nicht. Hier drüben ist kein Platz. Zack, erledigt. Ansonsten. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich hier nach unten gehe, schaffe ich hier quasi schon eine Einladung für Banditen. Und das finde ich dann auch wieder nicht so toll. Wenn wir den hier rüberholen, dann. Eigentlich sollte hier ja mehr Stromerzeugung und Batterielager hin. Oder wir nehmen das hier weg. Textilversorger. Ja, aber bevor du dich ausruhst, kannst du noch mal kurz ans Funkgerät gehen. Gut, du wanderst hier rüber, das gefällt mir. Ist nicht wenig wert. Wir sollten wirklich aufhören, die zu verbrennen und stattdessen... Syngarn kann weg. Hanf hat er kein Angebot. Bauteile. Also solange wir noch nicht so übermäßig viel Stahl haben, ist es vielleicht sogar besser einzukaufen. Aha. Egal. Ein bisschen mehr Geld in der Tasche. Kann nicht schaden. Noch einer, ja. Bringt uns nichts. Wir haben nämlich jetzt auch nichts mehr anzubieten. Das ist ein ordentlicher Schwung Bambus. Das Vieh sitzt hier auch gerade im Schlemmerparadies. Wird sich zumindest vorübergehend auch nichts dran ändern. Können Paletten aus Bambus bauen.
Hat was, vor allem weil wir wahrscheinlich Bambus in mehr als reichlicher Menge bald haben werden. Stahl, hm? Hier hin. Dann haben wir hier nämlich Platz für zum Beispiel die Dosenmaschine. Egal was, aber nur von Toten grundsätzlich zerlegen. Alle Kleidung, außer. Okay, ging verhältnismäßig schnell. Sehr schön. Und dann kommt jetzt das richtig Komplizierte. Naja, okay, Tiefenbohrung ist jetzt noch nicht so kompliziert, aber da wir ohne den Scanner eigentlich uns nur dumm und dämlich bohren könnten. Einfach nicht entscheiden, was dir lieber wäre. Okay, das reicht vorerst. Thank you.
das löschen und dann gibt's. Nee, keine. Genau. Bauteile. Dann hier dasselbe. Und auf die hier lassen wir dann Stahl lagern. Dann schaffen wir hier endlich mal ein bisschen, naja, ein kleines bisschen Ordnungs. Tut mal langsam Not. Das war jetzt absolut notwendig, ja? Wahrscheinlich. Ich sag mal so, so ein paar Dellen sind jetzt nicht so tragisch, ne? Aber trotzdem, das hätte nicht sein müssen. Naja, es ist immerhin eine Möglichkeit für unsere Ärzte, ein bisschen zu trainieren. Wann hat sie das schon mal? Ja, okay. Ganz kleines bisschen fehlt noch. Darf ich dich einmal ganz kurz von der Arbeit abhalten? Damit diese Palette endlich fertig wird, sonst habe ich die nämlich immer vor Augen und dann nervt mich das. Hier. 150 Stahl. Die lustigen Sachen brauchen immer Stahl. Dann fangen wir mal an mit richtigen Bergbau. Bis wir denn die coolen Sachen erforscht haben, um dann weiterzugehen zu den richtig coolen Sachen, bis wir dann irgendwann mal richtig alles hier am Laufen haben. Das Vieh ist immer noch weit genug weg. Das ist auch weit genug weg. Gut.
mal so zwischenzeitlich ein bisschen Heimatgebiet wieder unter Kontrolle bringen. Denn irgendwann kommt das Feuer und dann habe ich ernsthaft keine Lust, mich damit auseinandersetzen zu müssen. Autsch. Gut, es ist fast verheilt, aber trotzdem. Autsch. Ach, du hattest einen Zusammenbruch, okay. Vielleicht möchtest du langsam wieder in die Sicherheit unseres Lagers zurückkehren? Haha, okay. Ich hab's mir schon irgendwie gedacht. Also ich denke mal, in der Hauptsache werden wir hier drin Lagereinrichtungen unterbringen, weil durch die Insekten ist die Sache doch ein bisschen zu ärgerlich geworden. Weil man stelle sich vor, wenn die Leute sich den Weg zu ihren Betten freikämpfen müssen. Wäre wahrscheinlich weniger glorreich. Doch, ist ein Fedora. Und schon ist das Vieh wieder hier gelandet. Das andere ist immer noch da unten, okay. Stahl ist jetzt zwar nicht mehr die Welt, aber es wird reichen. Genau deswegen. Genau deswegen versuche ich mich aus der Ecke noch ein bisschen fernzuhalten. Hm.
Hier wäre noch Stahl, aber das ist schon verdammt weit weg. Na gut, die Karte ist jetzt nicht so groß, wie zum Beispiel damals die letzte Karte war. Aber trotzdem, eine gewisse Größe ist vorhanden. Natürlich ist nicht gesagt, dass wir hier irgendwo drin wirklich Stahl finden. Es ist eine relativ große Felsansammlung, also könnte das ein bisschen dauern. Wir haben noch genau 50 Bauteile. Wow. Würde mal sagen, hervorragend gemanagt bisher. Da wird jetzt unter anderem auch der Stahl geholt, aber die holt wahrscheinlich... Ja, genau, nur für die Stehlampe. Na, schade, das sah gerade, aber das war wahrscheinlich nur der Regen. Das sah ein bisschen danach aus, als ob wir hier schon komprimierten Stahl gefunden hätten, aber... Das war Wunschdenken. Das hier ist Gold... Plaststahl nützt uns leider auch erstmal nichts. Das Wetter ist auch nicht überaus hilfreich gerade. Und schon wieder ist eine Episode rum. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!